Dritte Staffel Stranath Hens. Neue Details zur Handlung. Noch mehr Appetithäppchen für alle Serienfans. Mit großer Spannung erwarten Netflix-Zuschauer die dritte Staffel von Stranath Hens. Ein wenig ist über die Story der Fortsetzung des Mr. Hits bereits bekannt. Ob die neuen Folgen noch in diesem Jahr oder erst 2019 verfügbar sein werden, ist dagegen noch nicht klar. In jedem Fall verkürzen neue Infos zur Serie nun allen Fans die Wartezeit. Achtung, Spoiler! Die dritte Staffel setzt im Sommer 1985 ein Jahr nach den Ereignissen der zweiten Saison. Das verriet Produzent 49 auf dem Serienevent Palifest 2018 in Los Angeles. Außerdem deutete er an, wie es mit den süßen Turteleien zwischen Mieke, Finn Wolfhard, 15, und Eleven, Millie Bobby Brown, 14, oder Max, 15, und Lukas, Kalippen Klauglin, 16, weitergeht. Es sind 13- oder 14-jährige Kinder, also was bedeutet Romantik an dieser Stelle im Leben überhaupt? Es kann niemals leicht sein und stabile Beziehungen geben. Und diese Instabilität wird unterhaltsam. Müssen sich die jungen Mystery-Helden also auf Herzschmerz gefasst machen? Nicht nur die Bärchenkonstellationen werden für Spannung sorgen. Steve Harrington, 25, der sich in den vergangenen Episoden zum Beschützer der beliebten Kids aufschwang und deshalb von den Fans Dart Steve getauft wurde, soll eine noch größere Rolle spielen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe wortwörtlich das Gefühl, wir sind mit Dart Steve auf eine Goldgrube gestoßen, erzählte. Im April sollten die Dreharbeiten beginnen.